wir sind jetzt in Skorzelec. Ah, wir haben getankt. Ja, für 6 Slotty 59 Liter. Ah, was sind das? 6,59. Heute für 2 Euro und das heißt 2 Euro, was habe ich, 1,38, 2,08 €, das ist 70 Cent Unterschied, ne? 70 Cent Unterschied wurde da, ne? Ja, da habe ich, ja, ich war ja heute in der Tschechei, in der ersten Rumburg. Hier steht 1,60, ja. Ich habe 1,38 und an der Tanke, also das waren 6,59 und in Teuro hat er das bei, die haben das ausgeschildert in Slotty und Teuro, und in Teuro war es bei 1,40, ja. Und ich habe jetzt aber 1,41 war es sogar. 1,41 war es, mein Teuro bezahlt ist. Und ich habe jetzt umgerechnet 1,38 für den Liter. Aber wenn man Slotty bezahlt, bekommt man es immer billiger als wenn man in Teuro. Ja, aber diejenigen, die müssen überall auf der Welt mit Teuro bezahlen und nicht die Landeswährung umrechnen, die sollen ruhig ein bisschen mehr hinblättern. Schadet den Leuten nicht. Wenn man aber rechtzeitig Geld wechselt und die Landeswährung sich anpasst, dann spart man halt. Ne? Früher, da konnte man auch so, ja, man muss halt aufpassen mit dem Wechsel. Ne? Mal ist es günstiger, mal ist es günstig, und wenn es günstig ist, muss man halt gleich ein bisschen mehr wechseln. Ich habe früher auch immer, als es noch verschiedene Währungen gab, mit Lire und Schilling und ich habe immer gewechselt, ne, Forint gibt es noch, glaube ich, soweit ich weiß, gibt es noch Forint. Und tschechische Kronen auch noch. Ja, ich war ja heute in der Tschechei, da war das Benzin bei 44 Kronen der Liter. Und ja, der Umrechnungskurs, das ist 24 irgendwas Kronen für der Teuro. Ich rechne immer so Pi mal Daumen mit 25 Kronen pro Teuro. Also teurer als in Polen. Aber wir waren da heute in Rumburg und dann noch rüber zu gefahren Richtung wie ist es jetzt gleich nochmal? Ja, also ganz am Schluss war ich jetzt Richtung Friedland, aber davor war ich noch in der Burg Lemberg, aber mit K am Schluss, nicht mit G am Schluss. Ne? Lemberg, Schloss Lemberg. Ja, und da sind wir rum Richtung Zwickau, also Zwickau auf Tschechisch. Und dann wollte ich von da, von dem Schloss Lemberg, wollte ich rüberfahren Richtung Krzyszów. Und da kam dann allerdings eine Schnellstraße, die war mautpflichtig. Und
Und ich hatte heute beim Losfahren nicht die Autobahnmaut gelöst, weil ich wollte ja nur Straße bleiben. Dann bin ich noch einen Umweg gefahren. Das war aber schön. Eine schöne Strecke voll Straße, wo Seckner Christschauen oder ach, ich habe es jetzt auswendig nicht im Kopf, wie das heißt. Ne? Jedenfalls eine sehr schöne, also landschaftlich schöne Strecke. Es ging durch Kleine durch, dann ging es über den Berg in Serpentinen. Da war teilweise die Straße nur knapp breiter wie das Auto. Ja, da war ich mit richtig Serpentinen, da ist man sich vorgekommen wie im Gebirge, obwohl es eigentlich nur ein kleiner Berg war. Für die Leute, die jetzt richtige Berge kennen, wie die Alpen oder so, das war natürlich nichts, also so, aber so Zittauer Gebirge, ne? In der Richtung dürfte sich das in etwa bewegt haben. Und das war aber richtig schön, da lang zu fahren, mit den vielen Kurven und Ding. Man musste halt ein bisschen aufpassen, weil die Einheimische da ziemlich schnell um die Kurve gekommen sind manchmal, ne? Aber die waren sind, als ob sie alleine auf der Straße waren, ne? Und da gut, muss man halt vorsichtig sein, dann geht das schon. Dann hat mich zwischendurch mal einer gedrängelt, weil ich war in der Ortschaft. Da war ich also vor der Ortschaft. Am Anfang waren ein paar enge Kurven und drei Tonnen schweren Auto kann ich halt auch nicht so um die Kurven heizen. Ja, und da bin ich dann halt 30 gefahren und da war noch ein Radfahrer vor mir, den konnte ich dann auch nicht überholen, wenn ich nicht um die Kurve sehe. Und dann war dann wieder gerade, da bin ich dann, habe ich dann auf 55 hoch beschleunigt. Und da hat er mich dann überholt und gehobt und mir Vogel gezeigt. Ne? Also ich bin 55 war in der Ortschaft. Ne? Der ist dann mit 70, 80 an mir vorbeigebrettert und vor. Ne? Also manche, die haben schon echt nicht mal alle Latten im Zaun. Ne? Ah, das ist schon eine Frechheit. Aber was ich noch wollte, also wer sich jetzt interessiert für das Video mit dieser Strecke da von Straß nach, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschrieben habe. Das ist also Landschaft auch sehr schön. Es geht um die 50 Minuten lang das Video. Das ist dann in der Playlist die Roadways zu finden. Ja, und davor haben wir noch in Rumburg eine Stadtrunde gemacht. Da gibt es auch ein Video davon. Seitziegen mit dabei und auch das Schloss in Lemberg. Allerdings nur von außen, weil es halt die Jahreszeit nicht von innen geöffnet war. Na, alles in allem ein schöner Tag gewesen heute. Und jetzt waren wir noch tanken und einkaufen. Ein Einkaufswagen richtig voll. Der Wochenvorrat gekauft, Personen. 240 Zloty, was ungefähr ein Fuffi in Euro entspricht. Ne? Ungefähr jetzt, wie mal Daumen rechnen. Und ich wette, die schaltet jetzt gleich auf Radar. Die schaltet immer schneller auf Rot, wenn sie mich sieht, hier die Ampel. Und ja, jetzt fahren wir langsam heim wieder. Habe ich gesehen, sind wir heute, das hatte ich gerechnet, 200 Kilometer gefahren. Aber wie gesagt, durch das, dass ich die Mautstrecke umgangen habe, habe ich 30 Kilometer mehr gefahren. Und
wäre natürlich billiger gewesen, auf der Mautstrecke zu fahren, aber dazu hätte ich vorher die Maut kaufen müssen. Und ich weiß, also diese in der Tschechei, diese Autobahnmaut, die gibt's da aber nicht tagesweise, sondern nur für, ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube 3 Tage oder was, also soll ich für 3 Tage Maut bezahlen, wenn ich nur 10 Kilometer auf einer Autobahn fahre. Hat jetzt keine Lust dazu. Ich finde es immer blöd, dass immer solche Maut, dass man diese tagesweise kaufen kann. Ich verstehe das nicht. In Polen, da kannst du ja da ist es ja streckenabhängig, da gibt es die Fahrziel und Fahrtende ein auf der Erde. Aber da hast du ohnehin, wenn du unterhalb 3,5 Tonnen bist, wenn du PKWs ohne Anhänger brauchst, dann keine Maut bezahlen, aber mit Anhänger oder wenn du über 3,5 Tonnen bist, musst du dann doch bezahlen. Aber halt nur Autobahnen und Schnellstraßen auf dem Polen. In der Tschechei auch Autobahnen und Schnellstraßen. Nur dass es halt da diese Tagespauschalen gibt, wo du immer Tage kaufen musst. Das finde ich blöd, aber das ist natürlich wieder abgezockt, ne, weil die genau wissen, dass jemand, der nur für jeden Tag rüberkommt, da 3 Tage kaufen muss. Oder das sind gar 7 Tage, die ich glaube. Ich möchte jetzt da nichts Falsches, ob es 3 Tage sind oder 7 Tage. Jedenfalls wollte ich keine Maut bezahlen, weil ich ja nur Landstraße fahren wollte. Ist ohnehin interessanter als diese Schnell, die da war. Wäre es schneller gewesen und langweiliger, aber ich bin ja da lang gefahren, um die Landschaft zu sehen, um die Tschechei zu sehen, um was gibt man nicht, um einfach nur auf dem kürzesten Weg von da nach dort zu kommen. Ne? War jetzt blöd. Hier haben wir jetzt Benzin 2,9 und gehen in die Leertanke. Ein Auto war dort gestanden, aber das war wahrscheinlich vom Tankpersonal, weil das dort nicht an der Säule ist, sondern vorne dran. Ja, das muss frustrierend sein, wenn man heutzutage hier so in der Grenznähe eine Tanke hat und niemand kommt. Aber klar, bei 60 Cent oder 70 Cent Unterschied. Ne? Da braucht mir ja niemand erzählen, dass es am gestiegenen Rohölpreis liegt oder die Polen, die müssen ihr Rohöl ja auch kaufen, die haben auch kein eigenes Öl und trotzdem ist es dort wesentlich billiger. Also ich nenne es immer Abzocke, egal ob es jetzt der Staat mit den Steuern ist oder die Mineralölkonzerne oder beide, die zocken uns ab, fertig. Brauchen wir gar nicht mehr darüber zu diskutieren. Und ich fahre halt dahin, wo es am billigsten ist, fertig. So. Und ich habe ja schon immer das Billigste getankt. Ich habe das ja in einem anderen Video schon erwähnt. In den 90er Jahren, da hatte mal ein Bekannter von mir, der war da bei der US Army als Zivilangestellter. Und haben da immer so Tankkupons gekriegt. Ne? Und der hat ja mit seinem Auto gar nicht, der ist ja nur von seiner Wohnung bis zur Kaserne, das waren 5 Kilometer, wenn er das da hinten jeden Tag fährt, hin und zurück fährt, das waren nicht viele Kilometer, da hat er dieses Tankheft nie leer bekommen, das war wie so ein Block mit, wie soll das jetzt beschreiben, wann immer dann so und so viele Liter waren dann da. Und da hast du dann abgerissen. Die hatten ja bestimmte Literzahl, die an Tankgutscheine bekommen haben. Und die hat ja nie aufgebracht. Und da hatte ich ihm dann manchmal mein Auto zu fahren gegeben, damit er mit meinem Auto dahin gefahren ist zur US Army. Entweder im BX oder auch an der deutschen Tanke, an der Esso, konnte man da mit diesen Gutscheinen tanken. Und da musste halt der Fahrer, weil die haben das dann Personalausweis geprüft, der Fahrer derjenige sein, der auch in dem Gutscheinheft vermerkt war. Ne? Und da habe ich den halt kurz zur Tanke fahren lassen, dann hat er da das Auto voll getankt. Ne? Und damals, bei den Amis, da war damals Lohne 1,25 Dollar.
20. Also die Gallone, das waren 4 Liter. Und der Dollar war damals bei 2 Mark ungefähr, ein bisschen weniger als 2 Mark, aber rechne mal jetzt mal mit 2 Mark und bei 1,25 $, das wären dann 2,50 €, 2,50 €, also 1,25 € für 4 Liter. Ne? Das sind 2 Liter, wären es 60, aber 30, 40, 40 Cent jetzt mal, so Pi mal Daumen. Ne? Und das war natürlich damals schon der Hit, weil in Deutschland auch damals schon teurer, obwohl wir heute drüber lachen, wir wären froh, wenn wir die Preise von 1990 hätten. Ja, und das war halt insofern interessant, weil damals hatte ich auch ein Chevrolet, auch mit V8, also hatte ich sogar zwei Chevrolet, einen mit Baujahr 73, der hatte 454er V8 drin, so wie mein jetziger auch. Nur halt der damalige 1973, das war noch ein Vergasermotor und mein jetziger, der hat immerhin so einen Einspritz, Benzineinspritzung, ne? Und ja, und noch ein 1978er Caprice mit 350er Smalltalk, ne? Und bin halt mal mit dem gefahren und mal mit dem gefahren. Und ja, und die Show damals konnte man es doch tatsächlich, konnte man, da war in Würzburg oben am Berg die US Army Kaserne, die Infanterie, 3rd Infantry Division, und da konnte man tatsächlich mit deutschem Auto in die Kaserne reinfahren. Das hat niemand kontrolliert. Und hin und wieder, ich kann mich erinnern, hin und wieder war ein Wachposten. Die meiste Zeit konntest du in die Kaserne reinfahren, war einfach gar kein Wachposten vorne am Tor. Und wenn da mal einer war, hat er uns durchgewunken, ohne zu kontrollieren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man da reinkommt ohne Ding. Ne? Und da sind wir da ins Burger King rein. Das war damals auch noch billiger wie das deutsche Burger King. Erstens mal waren die Portionen größer, ne? Die Getränkebecher waren mal doppelt so groß. Dann noch mit Free Refill und Mayo Ketchup und diese ganzen Soßen, die es da gab, konnte man sich kostenlos dazu nehmen. Während ich im Burger King eben kurz extra bezahlen musste, da sind wir halt da rein. Und man musste halt aussehen wie ein Soldat, also mit kurzen Haaren. Ja. Also mit langen Haaren wäre man sofort aufgefallen. Muss man sich halt, ja, da hat man halt so diese ich sag immer Schafschere, so dieses Elektro-Dings da, das der Friseur hat, mal kurz drüber gefahren. Eine schöne Stoppelfrisur hatte vor allem oben, so wie es die Soldaten hatten, oben flache, ne? Und mein Kumpel da, der konnte ja perfekt Englisch, der war ja bei den Soldaten ohnehin angestellt dort. Und den habe ich dann immer rangeschickt, das Essen geholt, und ich habe mich schon auf den Platz gehen, habe die Stars and Stripes gelesen, ne, weil direkt vor dem Eingang von dem Burger King war das so ein Verkaufsautomat für die Stars, also für diese amerikanische Militärzeitung da, die es nur halt für Militärangehörige gibt. Ja, und da haben wir uns da gemütlich nachgemacht, Mittagessen dort beim Burger King und dann anschließend wie heißt das, Baseballspiel angeguckt, ne? Ja, und das war halt eine Infanterie-Kaserne, also da bei den Kasernen mit Panzer waren, da ist man auch nicht reingekommen, wie zum Beispiel in Aschaffenburg. Da musste man aber nicht in die Kaserne rein, weil das Burger King dort ja draußen war, außerhalb der Kaserne. Und da hing auch ein großes Schild, nur für Militärangehörige der US Army, da sind wir aber trotzdem rein. Das hat nie jeder kontrolliert, das hat nie interessiert, man musste halt mit Dollar bezahlen. Und einigermaßen so tun, als ob man dazugehört, da war das alles gerade noch. Und
Dann kannst du bei Aschaffenburg noch so eine Outdoor Recreation Area, da so ein Erholungszentrum, da sind wir auch. Also ich würde heute den Weg gar nicht mehr finden. Früher war das ja ausgeschildert. Und da bist du so in der Wald reingefahren und da konntest du da, da war ein See, ein kleiner, und da konntest du also am Tier gehen. Und, ja. Und Party machen und Triller und was auch alles. Hat kein Hahn danach gekräht, hat niemand gefragt, nach dem Ausweis, ob du überhaupt berechtigt bist, da reinzugehen oder für. Und ich kann mich erinnern, ich war mal am Chiemsee unten, da gab es auch so eine US Army-Einrichtung. Da bin ich auch direkt mit dem Auto reingefahren und da gab's so ein Hotel, das hat der Hitler damals noch gebaut. Direkt am Chiemsee, auf der einen Seite war die Autobahn und dann war das Hotel und dann war gleich der See. Da, das war so zwischendrin, da musste man runter durch die Autobahn unten durch. Und da war aber schon das Schild, der Zugfahrt nur für Militärangehörige, nur für US Army. Ne? Und wir sind halt ganz normal mit dem deutschen Zulassung. Und aber immerhin mit dem Chevrolet reingefahren. Ne? Hat niemand interessiert, haben wir dann gefragt. Reingegangen, da gab es so Spielcasino drinnen. Da konntest du diese Quarter-Dollar-Münzen rein, so, diese einarmigen Banditen da füttern damit. Und manchmal hat man auch gewonnen, da hat es dann richtig gerattert, kam da unten dann. Da hatte ich dann einen ganzen Koffer voll von diesen Münzen, ne? Die musste ich dann noch wechseln. Aber jedes Mal, wenn ich da dann die Tüte voll Münzen dann gewechselt habe, in Dollarscheine, die haben mich nie danach gefragt, ob ich, die wollten die irgendwie einen Dienstausweis oder irgendwas sehen von mir, die haben halt das genommen. Ne? Das geht heute überhaupt gar nicht mehr. Ne? Also, du kommst überhaupt gar nicht in die Nähe mehr von so einer Kaserne, die sind schon Kilometer vorher, sind die schon abgesperrt oder so. Aber damals, in den 90er Jahren, da konnte man so Dinger noch machen. Wie gesagt, das hat nie jemand kontrolliert, das hat einfach niemand interessiert. Das war richtige Freiheit. So frei wie in den 90er Jahren habe ich noch nie irgendwann davor oder danach erlebt. Ja. Und davor weniger, weil da war ich ja noch Schüler. Und, ja. Aber 90er Jahre als junger Erwachsener, ja. Und jetzt kannst du machen. Ja. Und es hat sich auch nie jemand bei irgendwas gehindert. Du konntest da im Osten. Ich habe mich damals ja selbstständig gemacht gehabt mit Gebäudesanierung und Abriss. Ja, ich kenne die Witze, wenn man es nicht sanieren kann und der Zusammenhang mit Sanierung und Abriss, könnt ihr euch sparen jetzt, aber das war halt so. Und ja, da waren Fabriken, da standen, also Betriebe, damals in der DDR hatte ja jeder Betrieb seinen eigenen Fuhrpark. Da haben die LKWs an der Rampe, die waren noch zugelassen mit DDR-Kennzeichen. Also ich hatte dann den Auftrag, das Gebäude abzureißen. Dann habe ich natürlich nicht alles blind abgerissen erstmal, sondern gesehen, was man da noch an zusätzlichen Geld draus machen kann, zusätzlich zu dem, was ich für den Abbruch bekomme. Da haben wir erstmal innen drin alles ausgeräumt, was wir noch abbauen konnten, was wir noch verwerten konnten. Das haben wir dann auf die LKWs gelassen. Und mit den LKWs, die noch zugelassen wurden, und im Büro von der Firma, da waren noch die Blöcke mit den Lieferstellen. Das Büro, das war so, als ob die gestern noch da gearbeitet hätten und im Feierabend war und jetzt, da war noch alles am Tisch, da waren die Stempel noch da. Du konntest die Lieferscheine, hast du dir ausgefüllt, hast du alles abgestempelt. Für den Fall, dass du noch unterwegs in der Kontrolle bist, dann sind wir mit den LKWs nach Polen gefahren, Deutschland verkauft. Ne? Gleich mit den LKWs, damit wir die Orga los waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das war die freierste Zeit, die ich je erlebt in den 90er Jahren. Da hat ja niemand gefragt nach Papiere oder Meisterbrief oder. Du hast es halt gemacht und fertig, ne? Und gut war es. Ne? Ja, und dann hat man sich, man braucht ja, wenn man so eine Firma hat, man braucht Bagger, man braucht Dinge, ne?
Ja, und es sind ja, es gab ja natürlich so Handwerksfirmen, ne? Und da sind die Leute dann in der Westen abgehauen und da stand das Zeug an, dann habe ich da einen Bagger gefunden, dort einen LKW gefunden, dort eine Maschine gefunden. Ne? Dann haben wir uns in der Verlassenen einquartiert. Das war dann unser Betriebsgelände, haben wir nur vorne ein anderes Schild dran gekriegt. Ne? Da hat niemand danach gefragt, gehört euch das Haus und das Grundstück oder so. Erst ein paar Jahre später kam dann die Treuhand drauf auf die, ey hoppla, das ist ja ein Grundstück von uns, da müsst ihr uns jetzt bezahlen. Und dann bezahle ich nicht, da packe ich halt meinen Krempel und bin wieder weg. Ne? Bin dann umgezogen mit der Firma woanders hin. Aber das war also wirklich, du konntest machen, was du gewollt hast. Es ist ja niemand auf die Nerven gegangen, du konntest deine Arbeit nachgehen, konntest Geld verdienen. Du konntest dein Geld auch ausgeben, du konntest da Freizeit konntest machen, du konntest Party machen, du bist in die Disco rein. Gibt es das heutzutage überhaupt noch? Ne? Musste Gesundheitspapiere vorlegen und dies und das und bla 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 und Blödsinn da. Wir sind da hingegangen. Dann haben wir Jack Daniels haben wir flaschenweise gekauft. Ne? Das Glas haben wir uns dann gar nicht abgegeben. Und einmal, das Geld ist mir damals bei den Ohren rausgekommen in den 90er Jahren. Ne? Da hab ich verdient. Da hatte ich 5.000 netto im Monat. Ne? Und heute, 30 Jahre danach, treffe ich nur mit 2.000 Euro netto. Und damals hatte ich 5.000 Mark. Ne? Also 5.000 Mark. Ne? Und 2.000 Euro, das werden jetzt, wenn man es umrechnet, 4.000 Mark. Aber wenn man rechnet, was man damals 1990 für 4.000 Mark kaufen konnten, was wir heute für 4.000 Mark kaufen konnten. Also müssen wir sagen, heute komme ich heute nicht mit 4.000, sondern vielleicht mit 2.500 muss ich zurechtkommen im Monat. Ne? Und dafür muss ich tatsächlich früh um 5 bis abends um 5 unterwegs. Jakob bis um 4 bin ich meistens unterwegs. Ne? Aber trotzdem. Ja, und damals in den 90er Jahren im Sommer bin ich noch mit Konzertbau noch mitgegangen. Da habe ich den Bühnenbau und Festzeltbau gemacht, da bin ich selber mitgefahren. Ne? Und die Aufträge, die Abrissaufträge, die haben meine Leute gemacht. Ne? Ich bin da mit der anderen Truppe auf die Festival, vom Festival zu Festival gezogen, mit dem Wohnmobil und mit dem Anhänger. Und im Oktober habe ich einen Monat Urlaub gemacht, dann bin ich mal dahin geflogen, mal dorthin geflogen, mal in Indien, mal dahin und dorthin. USA bin ich viel gewesen. Und dann, wenn die Festivalsaison rum war, so im Winter habe ich entweder Abriss gemacht, mit meiner Firma oder hab LKW gefahren. Da hatte ich auch welche, wo man mal aushilfsweise hast und Führerschein kannst du aushilfsweise dran. Ne? Und das ging alles ohne Probleme, da braucht man keine Zusatzqualifikation oder sonst irgendwas. Der Führerschein, den du gemacht hattest in der Wehrpflichtzeit, war kein Problem. Und da konntest du jetzt auch ein bisschen Geld dazu verdienen und das habe ich dann im Winter gemacht und bis im März und im April bin ich wieder in Urlaub geflogen, da war ich wieder einen Monat weg und von Mai bis September habe ich also im Sommer Ding da die Feste gemacht. Ne? Das war auch eine schöne Zeit. Rock am Ring war mal mit den Stones bin ich mal auf Tournee gegangen, Princess to Babylon und Metallica und wie sie alle heißen, die ganzen Gruppen, da war dabei. Und
da hat man gut verdient. Da konnte man doch richtig, also da Festival, heutzutage, ich weiß gar nicht, was die heutzutage verlangen, aber sich damals wir haben immer gesagt, 10 Tage Rock am Ring, also für uns war das 10 Tage mit Auf- und Abbau. Ne? Da hast du so viel, konntest du 3 Monate davon leben. Ne? Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, und da bin ich zweimal im Jahr in Urlaub und in der Rest der Zeit, wo ich da war, habe ich auch gut viel erlebt. Ich hatte die zwei Chevrolets. Dann hatte ich noch einen Dodge, als Dodge M886, den ehemaligen Sanka als Campingmobil gebaut. Dann hatte ich noch einen Lincoln Town Car, mit dem ich nur mal am Wochenende rumgefahren bin. Und zweimal im Jahr in Urlaub. Heute gehe ich zweimal im Jahr in Urlaub. Heute gehe ich alle 2 Jahre mal in Urlaub. Ne? Und früher habe ich zweimal im Jahr Urlaub gemacht. Ne? Die 90er Jahre, das war die schönste Zeit, die ich je erlebt habe. Und was wir alles für Partys hatten und was wir alles gemacht haben. Sie fahren haben. In die falsche Richtung. Und auch sonst alles. Wir waren auch keine Kinder von Traurigkeit. Wir haben also... Sie fahren ja, in die falsche Richtung. Nein, ich fahre nicht in die falsche Richtung. Und wir haben, also wirklich, wir waren da wählerisch, ob wir jetzt zu zweit oder zu dritt oder zu viert in die Kiste gestiegen sind oder mal ein Pärchen mit heimgenommen haben und sonst irgendwas. Ne? Wir haben also wirklich alles gemacht. Und es hat niemand danach gestört und man hat auch nicht danach gefragt, wie, was und so macht. Und jeden seine Freude, jeden seinen Spaß. Ne? Und heute, da sind die Leute alle so kleinkariert, muss ich mal sagen. Ne? Und das wird alles, jeder wird in der Schublade gesteckt oder so. Das hat mich nie interessiert, ob jemand so rum ist oder das oder das. Ich teile die Leute ein in die ich leiden kann, die ich nicht leiden kann. Und da brauche ich auch keine Dienst oder sonst irgendwas dahinter hängen. Ne? Das brauche ich nicht in meinem Sprachgebrauch. Bei mir ist jeder gleich viel wert. Es sei denn, dass er oder sie entpuppt sich als Arschloch. Ne? Und alle anderen, die normal zu mir sind, zu denen bin ich auch normal. Aber gut, das ist jetzt ein Thema für was anderes. Für eine andere Tour mal. Ich bin jetzt nämlich gleich am Ziel. Und ja, es ist Samstagabends, Leute. Zumindest jeden Samstagabend, ich weiß nicht, wann ich den Video dann veröffentlicht werde. Aber ich wünsche euch mal eine schöne Party heute Abend und macht was draus. Und ein schönes Wochenende und sonst eine schöne Zeit. Und lasst euch nicht unterkriegen, irgendwelchen Spießern oder naja, ihr wisst schon, was ihr wollt. Also, bis dahin, bis demnächst. Und Daumen hoch fürs und das Kanal abonnieren, das ist auch kostenlos. Also, schaut euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!